Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein Kiel International, dem FIFA 21 Karrieremodus. Und wir starten direkt mit dem Blick auf die Torjägertabelle der zweiten Bundesliga. Haben wir jetzt länger nicht gemacht. Und wir sehen Holstein Kiel und unten in der Mitte Holstein Kiel und unten nochmal zweimal Holstein Kiel. Also vier unter den Top 15. Chagota führt die Liga an mit 9 Toren aus 14 Spielen. Michel Melem und Serra haben alle 8 Tore. Serra ein Spiel weniger. Dann ist auch Reese mit 7 Toren aus 14 Spielen. Da vertreten die 2 Tore weniger nur als der Führende. Und dann haben wir noch Lee und auch Burkhardt mit 6 Treffern. Burkhardt beachtlich der Einzige in den Top 15, der erst eine einstellige Spielerzahl hat. Also 8 Spieler, er hat trotzdem schon 6 Tore. Der Junge ist also auf jeden Fall auch heiß. Und ich habe ein bisschen mich schlau gemacht, in gewissen Forum mich ein bisschen umgetrieben. Und wir werden gleich mal gucken, wo wir unsere Jugendscouts mal hinschicken, um die Jugendarbeit. Wir haben das in der letzten Folge mit dem Torwart, um da mal zu gucken, ob wir da noch ein paar Spieler holen können in den nächsten Monaten. Das machen wir gleich. Jetzt geht's aber erstmal ins Intro. Viel Spaß. Dafür werden wir noch weitere Scouts anheuern. Wir haben wohl nicht so viel. 2,9 Millionen haben wir. Dann würde ich sagen, die beiden hier, reicht das überhaupt? Ja. Der hier ist ja Erfahrung. Einschätzung ist natürlich nicht so gut. Dann nehmen wir doch lieber den Yannick. Das sieht doch gut aus. Hier ist der Bericht verfügbar. Der hier sieht doch ganz vielversprechend aus. Daniel Sundergaard. 77 bis 94 Potenzial, Gesamt 52 bis 66 mit 15 schon. Den nehmen wir doch direkt mal unter Vertrag. Die anderen werden weiter beobachtet. Und Yannick Richter schicken wir mal nach Afrika. Und zwar nach Ghana. Mal schauen, ob wir da ein paar begabte Spieler finden. Simon Lorenz wird uns im Winter wahrscheinlich verlassen. Erst müssen sich nur noch Lorenz und sein Agent bzw. mit dem Verein einigen. RB Salzburg hat unsere Konditionen angenommen. Sehr schön. Wir haben ja auch schon Ende November, also es ist ja gar nicht mehr lange hin, bis sich das Transferfenster wieder öffnet. Und dann schauen wir dann natürlich, ob wir noch gewisse Verstärkung brauchen, beziehungsweise ihr seht es hier, wir haben einen Riesenkader. Da müssen wir auf jeden Fall etwas aufräumen, um ein paar Spieler verleihen oder auch zu verkaufen. So, kümmern wir uns aber erstmal um das Spiel, was jetzt ansteht gegen den SV Sandhausen. Und wir haben ja ein turbulentes 6:2 hinter uns gegen Paderborn. Guckt euch das nochmal an, hier oben oder da oben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich würde sagen, Serra, das ist jetzt schwer. Kümmern wir uns erstmal um die anderen Positionen. Die Abwehr sah gerade in der ersten Halbzeit nicht so gut aus. Da hat, glaube ich, Arayemi gespielt. Deswegen kriegt der auf jeden Fall eine Pause. Hier unten haben sie ja alle Minus. Ne? Das ist nicht so schön. Und die Stammspieler eigentlich alle Plus. Die Abwehr lassen wir, es sind auch alle fit. Dann lassen wir die Abwehr. Meffert und Mühling dürfen zusammen wieder agieren. Robbie Gotz hatte ja letzte Woche auch nicht so einen guten Tag. Und vorne Reese, Bartels. Ja, okay. Und jetzt ist die Frage, Burkhardt oder Reese? Beide haben in den letzten Wochen absolut viel Werbung für sich gemacht. Serra wird natürlich seine Performance nicht toppen können. Deswegen kriegt heute Burkhardt mal wieder die Chance. Aber es ist einfach schön zu wissen, dass wir vorne zwei Top-Stürmer haben. Und dann, ja, geht's auch schon rein in diese Partie. Oh, die Frage aller Fragen. Regnet es im Holsteinstadion? Nein, es schneit. Schön, dass Sie dabei sind. 29. Dezember und es liegt Schnee in Kiel. Krass wie im Pokalspiel gegen den FC Bayern. Das erste Schneespiel für mich. Ich bin sehr gespannt, ob sich das bemerkbar macht. Schön orange Linien hier und die Flocken fallen langsam zu Boden. Und wir sehen sie zwischen vor jedem Spiel. Paderborn auch drin vertreten als Fünfter mit 21 Toren, aber wir haben halt trotzdem 38 Tore. Und Schwaber steht bei Minusgraden und Schnee im Trikot an der Seitenlinie und guckt sich das Spielgeschehen an. Ja, so kann man natürlich ein Spiel verfolgen. Als Spielertrainer sozusagen jederzeit bereit, um möglicherweise eingewechselt zu werden. Management FIFA. So, schauen wir auf die Aufstellung. Dane im Tor, ja, die Kieler kennen wir jetzt ja eigentlich. Vandenberg, Kommender, Wahl und dem, das ist die Stammaufstellung in der Abwehr und auch im Mittelfeld. Lee, Meffert und Mühling. Und vorne Reese, Burkhardt und Bartels. Da gibt es nicht so eine wirkliche Top-Aufstellung oder eine Festaufstellung. Aber wir kommen schon sehr nah ran an die Top-Aufstellung und schauen auf die Gäste aus der 1000. Wunder im Tor davor, Kister, Paunovic und Rossipal.
Henja, Zauner, das geht allzu schnell. Halibi vorne drin. Und Behrens, oh, die spielen sehr interessante Aufstellung. Gucken wir nochmal in Ruhe. Also ein 3-2-3-2. Frey, Nate, Halibi und Hansch auf der rechten Seite. Wir sind sehr gespannt. Sandhausen im Tabellen, unteren Tabellendrittel, beheimatet momentan. Und der Ball rollt. Der weiße Ball mit orangen Linien. Hier in Blau-Weiß-Rot von links nach rechts gegen die ganzen schwarz spielenden Gäste aus Sandhausen. Der Tabellenführer von der Ostseeküste, natürlich Favorit in diesem Schneespiel. Es läuft sich, steuert sich tatsächlich ein bisschen anders. Könnte eher den Sandhausenern zugute kommen, denn Kiel ja eine Mannschaft, die viel auf Ballbesitz, viel auf Passspiel, da viel Wert drauf legt. Die erste Flanke schlecht geklärt von Komenda, allerdings abseits. Beide Mannschaften müssen sich hier in der Anfangsphase erstmal ein bisschen damit zurechtfinden, hier im Schnee zu spielen. Der Ball rollt natürlich anders. Hohe Pässe sind durchaus intelligent. Finja Zauner auf der Außenbahn. Zauner, sorry. Gegen Hauke Wahl. Flanke kommt, aber Komenda hat abgefangen. Und jetzt vielleicht die Chance für Kiel zum Konter mit Meffert. Der auf Burkhardt, der ist da vorne schon ganz alleine. Nimmt nochmal Mühling mit. Der schickt Bartels. Der hat ein bisschen Platz. Ganz drüben läuft Rieser, aber er spielt in die Mitte auf Wie heißt der? Burkhardt heißt er. Habe ich kurz den Namen vergessen. Erste Chance von Kiel, erstes Tor. Was ein Start. Klasse Pass von Bartels in die Mitte auf Burkhardt. Und dann jubelt die dick eingepackten Kieler Fans zurecht. Wir schauen es nochmal an. Also, er läuft für Außenbahn, legt ihn in die Mitte. Und ja, die Nummer 25 von Sandhausen läuft nicht so richtig mit. Und Burkhardt, den darfst du nicht alleine lassen. So da vom Tor, siebtes Saisontor im neunten Spiel. Ganz, ganz starke Quote des ehemaligen Mainzers. Jetzt vielleicht Sandhausen, aber Wahl ist da. Burkhardt, ja, es ist hier nicht so leicht, Ball anzunehmen. Der springt schon mal ein bisschen weiter weg, rutscht weg, mal selbst rutscht weg bei der Ballannahme. Schneespiele haben ja immer was ganz Besonderes. Jetzt aber eine klasse Ballerin von Vandenberg. Bartels und Mühling. Burkhardt, und der schickt Drese, und der hat viel Platz. Sandhausen auf der rechten Seite weit aufgerückt, schon im 16er, schießt selbst. 2-0, Holstein Kiel. Das ist ja Wahnsinn, wie das so hier unten läuft. Das rutscht da durch den Schnee in die Bande rein. Ja, vielleicht muss ich die Schwierigkeit hochstellen. Klasse Alleingang und dann ins lange Eck. Und Drese bleibt eiskalt und schießt hier, glaube ich, ebenfalls sein 8. Saisontor. Und dann eher sein 8. eben war es das 7. von Burkhardt. Also die Kieler Offensivpower ist hier weiter kräftig am Wirbeln. 15. Minute 2-0 Holstein Kiel. Und das ist natürlich eigentlich, nein, das ist noch nicht die Vorentscheidung, aber Sandhausen überhaupt noch nicht im Spiel und jetzt schon 2 Tore im Rückstand. Kiel momentan einfach eine Klasse besser als viele Zweitligisten. Jetzt vielleicht nochmal wieder mit Penja Zauner. Zauner, aber rausgeköpft. Und Däne musste weiterhin noch nicht eingreifen. Stattdessen wieder Holstein. Läuft hier auf diese Dreierkette zu und die hat keine Chance. Können Lee da nur mit dem Foul stoppen. 27 Meter Torentfernung. Alexander Mühling legt sich den Ball zurecht. Schießt direkt, aber kein Problem für Wulle im Tor des SVS. Sandhausen versucht immer schnell auf die Außen zu spielen. Allerdings gelingt das meistens oder noch nicht effektiv genug. Jetzt vielleicht mal durch die Mitte mit Behrens. Aber Hauke Wahl macht das ganz souverän. Wilder Pass da von Däne auf dem, aber der kann Komenda anspielen. Hat den Ball jetzt wieder, verliert ihn wieder. Aber Caterwell da etwas mit dem, ja, etwas wilden Pass. Und wieder springt der Ball Burkhardt bei der Ballannahme 4-5 Meter weg. Das ist ja wirklich ein besonderes Spiel hier. Mit vielen, vielen Fehlpässen. Alles sehr rutschig. Erster Abschluss von Sandhausen. Hochgespielt und dann direkt geschossen. Sicherlich nicht die dümmste Idee bei diesem Rasen. Allerdings, Kiel schafft es bisher mit dem Offensivspiel auch richtig gut. Rese da. Man sieht, es ist richtig weiß da auf seiner Außenbahn. Täuscht die Flanke an, macht es alleine und wird geblockt in Ecke. Es wird gefühlt immer schwieriger hier zu spielen und wir sind ja noch Mitte der ersten Halbzeit. Oder beziehungsweise, naja, wir nähern uns zum Ende der ersten Halbzeit, aber trotzdem, jetzt kommt erstmal die Ecke, Kopfball neben das Tor. Und Nille mit der bunten 99
Im Trikot, ja. Ärgert sich. Halimi mit dem langen Ball auf Hansch auf der rechten Außenbahn aus Sicht der 1000er. Aber Komenda ist draußen und drängt ihn erstmal ab. Nochmal Granate. Behrens. Behrens wird nicht angegriffen, spielt dann auf Petja Zauner an den Pfosten. Und Wahl kann den Ball dann nur wegbolzen. Richtig gute Chance für den SVS. Riese da, klasse Balleroberung auf Burkhardt, der auf Mühling, der lässt eins stehen, schießt aus 17 Metern und der macht es auch an den Pfosten, aber rein an den Innenpfosten. 3:0, 35. Minute, Kiel ist wieder wirklich eiskalt und die Halbfest da im Hintergrund rasten aus. Das ist natürlich auch unglücklich im Gegenzug. Sandhausen schießt an den Pfosten und von aus fliegt der Ball weg. Mühling legt den Ball ein paar Zentimeter, ein paar Millimeter weiter innen und dann springt er an den Innenpfosten und geht rein. Schöne Schusstechnik, die hat er natürlich. Und damit steht es hier 3:0 und jetzt lege ich mich fest, jetzt ist das Ding hier eigentlich durch. Da muss schon wirklich viel passieren in der zweiten Halbzeit, um dieses Spiel noch zu drehen. Wieder Sandhausen auf Keita Ruel. Der schießt, der kann den Ball nicht festhalten. Aber Rehse klärt dann. Sandhausen hat ja durchaus Chancen, ist ja durchaus auch mal vom Tor jetzt inzwischen. Aber hat einmal Pech und dann ist halt noch Thomas Dennett am Tor, den man auch erstmal überspielen muss. Wieder Sandhausen mit der Flanke und wieder Dennett. Der gleich mit dem Abwurf auf Bartels, Meffert und Lee. Lee hat ein bisschen Platz. Schickt Burkhardt. Der sieht, dass Lee wieder selbst mitläuft. Kriegt den Pass. Oh, will weiterlegen auf Mühling, der da mitgelaufen ist, aber ein Fuß dazwischen. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft. Kiel hat den Ball, lässt ihn nochmal hintenrum laufen und ich denke, damit geht's dann mit diesem 3:0 in die Pause. Ne, es gibt nochmal den Angriff. Burkhardt wird da abgegrätscht und damit ertönt der Halbzeitpfiff hier im Schneegestöber von Kiel im Holsteinstadion. Steht es 3:0 zu Pause. Holstein hat hier alles im Griff und führt verdient durch die Tore von Burkhardt, Rehse und Mühling. Auf den anderen Plätzen führt Paderborn. Beim KSC und Hannover und Osnabrück trennt sich im Niedersachsen-Duell momentan mit 1:1. Und wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Keita Ruel stößt an. Beide Mannschaften unverändert. Kiel bzw. Coach Nille hat natürlich auch keinen Grund, hier was zu ändern. Klasse Pass auf Halimi, der ist durch und macht das 3:1. Und wenn Sandhausen hier noch was machen will, dann auf jeden Fall so. 2 Minuten gespielt, Anschlusstreffer, guter Pass von Keita Ruel. Und Halimi setzt sich dann im 1 gegen 1 durch und macht dann das Tor. Das war sehr einfach. Das war sehr einfach und da freuen sich die mitgereisten Sandhausener Fans natürlich zu Recht. Erstes Bundesliga-Tor von Beza Halimi. Und jetzt wird sich zeigen, ob das Spiel hier vielleicht doch sogar nochmal spannend wird. Ob ich da nicht voreilig war oder ob Kiel hier jeglichen Zweifel im Keim ersticken lässt. Und Burkhardt tut viel daran, dies zu tun. Allerdings... zur Wut von Coach Nille gibt es hier keinen Eckstoß, denn der Schuss war einfach schlecht. Wieder Sandhausen im Angriff mit dem langen Ball. Der ist allerdings viel zu steil. Meffert hat etwas Platz im Mittelfeld auf Burkhardt. Der auf Bartels, der schickt Lee aber zu steil für den Südkoreaner, dieser Pass. Auf der Gegenseite Hansch, Natai wieder auf Hansch. Aber rausgeköpft seine Flanke, aber nicht gut genug rausgeköpft, wieder Halimi, Wahl, Behrens hat da etwas Platz und dann in letzter Sekunde Finn Bartels, der damit nach hinten arbeitet, verhindert hier Schlimmeres und jetzt ist er schon wieder auf dem Weg nach vorne, kriegt auch den Ball von Mühling, aber kann den Ball nicht kontrollieren auf diesem schwierigen Geläuf, dem erobert ihn wieder Lee und auch der wird hier hart, aber fair angegangen und Sandhausen hat den Ball. Keita Ruel wird nicht richtig angegriffen. Doch jetzt von Wahl und gemeinsam erobert er den Ball zurück. Längst ein Spiel auf Augenhöhe. Nur dass Kiel einfach viel kaltschnäuziger vom Tor agierte bisher. Burkhardt lässt da schön einen aussteigen. Legt auf Lee. Der hat hier durchaus Probleme, würde ich sagen. Mit der Spieler, bei dem es mir am meisten auffällt, dass der auf dem Schnee nicht so richtig seine technische Klasse rausspielen kann. Stattdessen wieder Sandhausen mit Hansch und Natai. Wieder auf Hansch, der hat ein bisschen Platz. Könnte Flanke kommen, aber Hauke Wahl hat aufgepasst.
Und dann läuft wieder der Kieler Konter. Das macht sie ja so gefährlich, dass sie auch im eigenen Stadion durchaus richtig erfolgreich kontern können. Mit Burkhardt auf Riese. Der flankt den Ball in den Rückraum. Meffert köpft aus 20 Metern, aber kein Problem für Wulle. Und dem SV Sandhausen läuft natürlich die Zeit davon. Kiel hält den Ball gut in den eigenen Reihen und spielt sich dabei schön nach vorne. Wie jetzt so wieder mit Riese. Der versucht dann nochmal Burkhardt den Ball zu geben, aber der wird abgefangen. Und dadurch vielleicht die Chance mit dem langen Ball auf Keita-Ruel oder Wahl. Nee, Keita-Ruel kommt ran. Wahl will da raus, spekuliert er wild, dass er abspielt. Dene im ersten und dann im zweiten hat er ihn sicher. Macht das Spiel direkt schnell auf Riese, der auf Lee. Der sieht, dass Mühling ganz viel Platz hat. Mühling versucht da Burkhardt zu schicken, aber das war ein schwacher Pass. Und stattdessen schon wieder der SVS, aber Vandenberg fängt auch diesen Pass ab, macht ein gutes Spiel. Jetzt nimmt der Mühling mit, der auf Burkhardt. Der dreht sich da klasse, hat eine klasse Technik und schießt mit links daneben. Ich wollte gerade sagen, hat auch eine klasse Schusstechnik. Aber der linke ist anscheinend nicht sein starker aus 6 Metern alleine vom Torwart und legt ihn an die Stange, die das Tornetz befestigt. Viertelstunde nur noch. Kann Kiel hier so verrücktes Glück beim Stand von 3-1 und bei dieser Dominanz in den ersten 30 Minuten. Aber kann Kiel hier die Führung über die Zeit bringen? Momentan sieht es so aus, denn sie halten den Ball und spielen jetzt auch wieder selbst aktiver nach vorne. Aber auch Sandhausen hat endlich verstanden, dass man hier schnell und effektiv nach vorne spielen sollte. Uaim eingewechselt für Brahimi, glaube ich, gerade. Schöner Doppelpass mit Caterwell. Jetzt zieht er schon in den 16er. Flankt rein. Aber der Ball wird rausgeköpft. Ich glaube, dem war es wieder. Aber schon wieder der Sandhausener Sportverein. Mit Caterwell im Doppelpass mit. Oh, mit Behrens, glaube ich. Und dann vielleicht Schippen, wenn er da raushält, den Däne. Aber der lächelt da nur und fängt den Ball ohne Probleme ab. Und jetzt schon wieder ein klasse Pass von Lee auf Mühling. Der ist auf dem Weg zu seinem zweiten Tor. Und klasse Parade von Wulle, der dann noch seinen Fuß rankriegt. Kriegen wir dann noch eine Wiederholung oder geht es direkt weiter mit dem Eckstoß? Es sieht so aus, als würde es direkt weitergehen. Mit dem Eckstoß. Vorher gibt es noch einen Wechsel. Holstein hat gar nicht gewechselt. Das geht natürlich nicht. Deswegen nutzt Coach Nille diese Unterbrechung ebenfalls. Bringt Robbie Gotz für Meffert. Baku für Riese. Und. Nee, und. Neumann für den starken Dem. Dreierwechsel also bei den Kielern. Rülix schlägt die Ecke auf Burkhardt und das war, glaube ich, kein Foul. Langer Ball nach vorne und Sandhausen, aber Kiel steht hinten jetzt gut natürlich. Die wollen jetzt hauptsächlich kein Gegentor mehr kassieren. Und Lee arbeitet da gut mit zurück, foult allerdings. Freistoß abgefangen und dadurch vielleicht sogar die Chance für Kiel hier alles klar zu machen. Mit Robbie Gotz. Der nimmt Ball nochmal mit, der kann inzwischen gar nicht mehr. Spielt aber nochmal diesen klasse Pass auf Robbie Gotz. Der schickt nochmal Burkhardt, aber Wulle passt auf und kommt aus seinem Kasten. Eine Minute nur die Nachspielzeit. Und die wird Kiel wahrscheinlich in Ballbesitz verbringen. Burkhardt verliert dann den Ball, aber das wird auch nichts mehr ändern, denn damit ist Schluss. Holstein Kiel gewinnt hier nach einer grandiosen ersten Halbzeit mit 3:1 im Schlägestürmer von Kiel. Schnille im Trikot mit der 99 und da, ja, das ist auch nicht die normale Holstein-Hose, glaube ich, die er anhat. Weiß ich auch nicht, was bei dem heute los war. Hat wohl eine Wette verloren. Immerhin wissen wir jetzt, wen ich da letztens im Spielertunnel gesehen habe im Trikot. Und ja, dann schauen wir nochmal kurz auf die anderen Plätze und auf die Tabelle, wobei sich da hier ganz oben zumindest zum Glück nichts getan hat. Auf den anderen Plätzen trennen sich beide Mannschaften, alle vier Mannschaften mit 1:1, Karlsruhe, Paderborn und Hannover und Osnabrück. Holstein Kiel ist bislang in der zweiten Liga, das stimmt doch immer noch nicht. Wir haben eine lange Strecke jetzt ohne Niederlage, aber wir haben schon verloren. Vor dem Spiel gingen alle davon aus, dass sie auf Augenhöhe mit dem SV Sandhausen sind. Hatten sie Zweifel am Sieg, sind doch irgendwie immer die gleichen Fragen, aber naja, wir haben, alle Spieler haben alles gegeben. Es war in der zweiten Halbzeit, würde ich schon sagen, auf Augenhöhe. Wir waren einfach kein Schnäuziger, sind momentan halt einfach brandgefährlich vor dem Tor.
und haben das gemacht. Wir haben heute trotz eines mäßigen Auftakts mit 2 Toren gewonnen, waren sie nervös, als sie in der ersten Hälfte nicht treffen konnten. Diggi, was für ein Spiel hast du geguckt? Es stand 3-0 zur Pause. Ich vertraue der Mannschaft. Also sorry FIFA, aber das müsst ihr hinkriegen. Nach einem 3-0-Pausenstand kannst du nicht sagen, dass wir in der ersten Halbzeit kein Tor geschossen haben. Das ist doch Bullshit. Phil Neumann möchte öfter spielen, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Jetzt gucken wir noch schnell auf die Tabelle. Wir sind Erster, 15 Spiele, 34 Punkte, 4 Punkte Vorsprung vor dem 1. FC Heidenheim und dem VfL Osnabrück mit 30 Punkten. Läuft, würde ich sagen, es läuft gut. Wir gucken nochmal den Rest an. Hat sich jetzt natürlich auch nicht so viel geändert. Würzburg immer noch hinten drin. Und das nächste kommt, die 17. Oh. Gegen Würzburg haben wir uns schwer getan. Haben wir da nicht sogar nur unentschieden gespielt? Auf jeden Fall haben wir uns sehr schwer getan vor ein paar Wochen. Jetzt kommt Eintracht Braunschweig. Ist schon ein Nordduell, kann man auf jeden Fall sagen. Kommt ins Holstein-Stadion am 11. Dezember, nächster Spieltag. Bis dahin schaltet Mittwoch wieder ein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Holstein Kiel Allee und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.